Hallo Leute und willkommen zurück auf dem Todesberg hier in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind im letzten Part in die Top Gun Geschichte eingegangen, könnte man sagen. Wir haben uns im Flug gegen einen, ich nehme jetzt mal an, Wächter durchgesetzt. Oder eine Plage, Peiniger, wie auch immer. Und sind jetzt hier auf dem Weg in den Todesberg. Und hier drin dürfte es doch ziemlich heiß sein. Gut, haben wir unsere feuerfeste Rüstung an. Das könnte vielleicht sogar der Grund sein, warum es hier so viele Leuchtsamen gab. Weil es geht scheinbar in den Untergrund. Und hier ist es bekanntermaßen sehr, sehr dunkel. Aber da unten ist direkt eine Wurzel, die sollten wir gleich mal ansteuern. Das andere ist sowieso ein Magmafeld, da sollten wir sowieso nicht hin. Dann sorgen wir hier unten mal für ein bisschen Licht. Das ist also ein Untergrund-Dungeon, das ist doch auch mal was Neues. Ah, da oben ist gleich nochmal eine Wurzel. Erstmal hier ein bisschen Licht machen. Okay, ein relativ kleines Gebiet eigentlich. Auch nichts wirklich Besonderes hier, so wie es ausschaut. Außer halt überall diesen hässlichen Felsen, aber Yunobo wird uns hier sagen, was hier los ist. Wer hätte gedacht, dass es unter dem Todesberg so ausschaut? All die roten Felsen. Was soll Prinzessin Zelda denn mitten in dieser Schleimsteine zu suchen haben, ha? Nanu? Sumia. Komm. Komm zu mir. Da, schon wieder. Du hast die Stimme doch auch gehört, Link, oder nicht? Irgendjemand ruft mich zu sich. So klang es ganz sicher. Mal überlegen. Es muss ja von dort irgendwo gekommen sein. Vielleicht hat die mysteriöse Stimme ja irgendwie mit Prinzessin Zelda zu tun. Los, lass uns schnell zu Zelda gehen. Na dann. Machen wir das doch. Können wir die Steine hier auch zerschlagen? Das würde ich nämlich gerne tun. Ja, wir sind ein bisschen begrenzt, was das angeht. Wobei, wenn wir das auf einem Fahrzeug machen, ist die Abklingzeit ja nicht so hoch, haben wir, glaube ich, festgestellt. Es kostet zwar 20 Erze, aber ich denke, das machen wir. Ja, ist doch viel besser. Das wird, glaube ich, wirklich meine Lieblingsfähigkeit. Jetzt wissen, dass wir es auch auf einem Fahrzeug benutzen können. Ey, wie cool ist das denn? Und hier sind diese hässlichen Drecks. Hexen schon wieder. Oh, wir können sie abfackeln. Wie cool. Ja. Ich mag diese Viecher ja sowieso nicht. Von daher, alles, was ihnen Schmerzen zufügt, soll mir recht sein. Geh sterben. Okay, da war nicht viel. Das Sonanium lassen wir mal kurz, wo es ist. Hier gibt es einen Kapselspender? Okay. Lass uns mal schauen, was wir hier bekommen können. Hoffentlich cooles Zeugs. Ja, kurz sortieren hier und dann so eigentlich genug von den Sphären haben, um uns hier einiges holen zu können. Was gibt's hier Schönes?
ziemlich sicher nichts Neues, aber unseren Vorrat ein bisschen aufzufüllen kann nicht schaden. Lenkelemente, Räder, Kochtöpfe, Ersatzbatterien. Ja, nice. Okay. Ja, also hier die Irrlichter würde ich schon gerne einsammeln. Denn wir treffen bestimmt noch mehr von diesen komischen Statuen und die wollen garantiert wieder welche haben. Von daher geben wir ihnen, was sie wollen. Hier. Oh wow, wir haben 30 Riesenleuchtsamen. Sehr gut. Ah, hier geht's hoch. Und was ist denn, in dem Fall da hinten? Ein Raubschleim und ein Materiallager. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ups. Dann halt so. Ich habe das Gefühl, dieser Raubstein mag es bestimmt nicht, wenn man ihn löscht. Ich hätte wohl recht. So. Ja, aber hier hinten gibt es wohl nur Teilchen. Pfeile nehme ich gerne mit. Und hier noch eine Truhe mit einem massiven Sonanium-Schild. Fancy. Ja, das Ding ist sowieso schon fast hinüber, von daher können wir das eigentlich gleich austauschen. Ja, und hier gibt es genug Zeugs, um uns noch ein weiteres Fahrzeug zu bauen, aber hey, wir haben ja schon eins. Aber echt cool gemacht hier. Ich komme auch immer noch nicht ganz drauf klar, dass wir diese Kugeln und Schreinteile, dass die eben in der Bautomatik mitgespeichert werden. Das ist irgendwie lächerlich. Ah, schaffen wir es hier hoch? Ja, doch. Scheint einen guten Antrieb zu haben, das Ding. So, hier würde ich sagen, machen wir nochmal kurz Pause. Wir brauchen hier definitiv Licht. Das ist mal mehr als klar. So, du geh weg. Nochmal so ein Idiot. So, Juno. Feuer! Okay. Burn! Moblin, burn. Diese Moblins sind aber auch echt hartnäckig. Ich brauche irgendwas, was ich schneller schlagen kann. Hier, Magma auch Bohr. Geh doch einfach sterben, du blöder kleiner Moblin. So, ich glaube, wir sind ihn los. Gut. Hier noch das ganze Sonanium einsammeln natürlich. Das kannst du doch machen, oder? Wir haben doch immer noch einen stabilen Hammer gehabt für, genau, für Aufgaben im Bergwerk. So geht's natürlich auch. Gut. Es waren da vorne noch ein paar Irrlichter, die ich gerne haben würde. Die holen wir uns noch. Auch gleich zu mir und du auch. So.
Dann würde ich sagen, geht's da oben eigentlich schon weiter. Oh, hier ist noch Sonanium. Könnte hilfreich werden. Wieso stehst du hinter mir? Ich finde das nicht gut. Junobo, würdest du vielleicht nach vorne gehen und nicht hinter mir stehen? Das ist irgendwie dämlich. Also, jetzt machen wir hier mal erstmal ein bisschen Licht. Okay. Weiß nicht, die Irrlichter? Nee. Ich glaube, das lassen wir. Die sind nicht so wichtig, dass wir sie jetzt von da unten wiederholen müssten. Gehen wir erstmal hier lang. So. In die Lava mit dir, in die Lava. In der Lava. So. Da ist noch so ein Idiot. Okay. Lief doch ganz gut. Auch hier sollten wir zuerst mal für ein bisschen Licht sorgen. Am besten hier so an dem Ding. Schön Sonanium einsammeln. Das Zeug ist wertvoll. Mittlerweile eigentlich sogar doppelt wertvoll. Wir haben schließlich die Möglichkeit damit beliebige Bauteile zu ersetzen. Und da vorne ist dann auch gleich die Wurzel. Komme ich da jetzt schon hin oder muss ich da mit der... Ja doch, eigentlich schon, oder? Ich dachte, ich muss vielleicht mit der Lore zuerst durch die Gegend düsen, aber das scheint zu Fuß erreichbar zu sein. Okay. Oh, hier ist noch eine Truhe. Nice. Was ist hier drin? Hoffentlich was Gutes. Ach, eine Energiesphäre. Okay. Kann man machen. Eine ganze Gegnerhorde hier. Machen wir jetzt mal ein bisschen Licht und dann kümmern wir uns um diese Idioten. Im Dunkeln zu kämpfen ist nämlich meistens keine gute Idee. Die Missy-Wurzel. Okay, cool. Das überspringen wir jetzt mal. Mhm. Da vor uns ist offenbar noch ein großes Gebilde. Das könnte ein Materiallager sein. Das da sieht auch sehr spannend aus. Da sollen wir auch noch hochgehen. Und vor allem alle diese Felsen, die hier rumstehen, die sollten wir definitiv in die Luft jagen. Denn man weiß nie, wo da was drunter sein könnte. Das ist eine Kanone? Ja. Das brauchen wir nicht unbedingt. Junobo, würdest du mal kommen, bitte? Mann. Jetzt merkt man schon ein bisschen langsam, unser Freund hier. Heißes Wasser, es ist nicht eine heiße Quelle mit angenehmem Wasser, es ist heißes Wasser. Also hier werden wir normalerweise gegrillt. Ah, und die, ich sehe schon, die Hydranten hier sollen uns ermöglichen, quasi, ja, stellenweise das Wasser abzukühlen, sodass wir durchlaufen können. Aber mit der Rüstung, die wir haben, kein Problem.
Komme ich von hier an diesen Felsen ran? Wo bist denn du jetzt hin? Also manchmal stellt es sich schon ein bisschen dämlich an, muss ich sagen. Okay, hier ist nix. Also ein Irrlicht. Sag mal, kommst du jetzt hier? Nö, hier ist auch nicht speziell was drin. Es ist echt weitläufig hier. Nö, hier ist auch nichts. So, und du kriegst noch eins auf die Nase. Oh, danke schön. Nicht gesehen, dass da noch einer hinter mir stand. Oh, mein schöner Ibarok-Kammer ist gleich hinüber. Gut, dann wechseln wir halt auf was anderes. Zum Beispiel auf den Magmarok-Bohrer. Wow. Okay. Juno, würdest du mal kommen, bitte? Danke. Brauch einen Bogen, der hier nicht gleich abfackelt, aber das tun offenbar alle nicht. Das ist gut. Alter! Die schrecken auch überhaupt nicht zurück, wenn du sie triffst. Null. Und mein Bohrer ist hinüber. Jetzt reicht's aber langsam mal. Ist doch lächerlich hier. Ich habe keine. Oh, jetzt habe ich keine Pfeile mehr, natürlich. So, das reicht jetzt. Wo bist du? Oh, gut. Die anderen zwei haben ihn gekillt. Ich brauche mehr Pfeile. Kriegst jetzt ein Wasser ab. Ach, die Waffe ist auch hinüber. Toll. Wir verlieren hier eine gute Waffe nach der anderen. Nicht so toll. Massiver Sonneneinnehmungsschild. Ja, aber ich... Ja, komm. 50, dann schmeißen wir den hier weg. Der brennt hier eh nur komisch ab. Mal kurz zur Wurzel zurückgehen, einfach um unseren Miasma-Schaden loszuwerden und uns kurz zu heilen. Würde ich sagen, kümmern wir uns dann gleich um diese Idioten da vorne. Wobei, ist das noch so ein Waffen? Ja, da vorne ist eine Waffe für uns. Dann lasst uns doch gleich auch einen Spurtkochobst nehmen. Den Rest hier mit Steaks auffüllen. Mir fällt gerade eigentlich, glaube ich, aber auch noch ein Steak im Kühlschrank für heute Mittag. Das wäre doch was. Erstmal noch die Irrlichter einsammeln. Und was hast du für uns hier? Hm, Reiseschwert. Ist doch schon mal gut. Ah, von da sind wir gekommen und hier oben ist auf dem Torbogen noch ein großes Irrlicht. Das will ich mir noch kurz holen. Dann können wir uns von hier aus vielleicht auch einen kleinen Überblick verschaffen, wo wir als nächstes hin sollten. So. Ich denke, die Geschichte mit der Lore macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ich glaube, den Rest haben wir jetzt ziemlich gut abgegrast. Was ist das da? Ach so. Ja, ich denke schon, es geht wahrscheinlich jetzt mit der Lore weiter.
Was gut ist, denn auf der Lore haben wir schließlich Junobo, der uns unterstützt. Achso, ja doch, so. Okay, das zählt offenbar nicht zur gleichen Art Lore. Na gut. Dann bauen wir es ja halt von Hand. Unsere Mitfahrgelegenheit. Und auf die Gleise mit dir. Ja, ein bisschen weit nach vorne solltest du, so geht's nicht. Okay. Diese Kröten haben sich regeneriert, ja genau. Respawned, wollte ich eigentlich sagen. Ja, überall Horrorblins. Ist ja der Horror. Ich sehe halt null, wo es hingeht. Achso, ist Schluss. Okay, machen wir mal kurz ein bisschen Licht hier. Wir können was sehen können. Ich weiß, ich habe Ansprüche, aber... ich mag es ganz gerne, wenn ich was sehen kann beim Spielen. Ah, hier geht's weiter. Okay, gut. Ich denke, dass hier noch was drunter ist, aber ich würde es trotzdem gerne genau wissen. Und Feuer. Nee, da war nichts. Okay. Ach, von da aus hätten wir auch weitergehen können. Okay. Dann war die Lore mehr eine Abkürzung als der wirkliche Weg in dem Sinne. Sind ihr Lichter völlig abseits vom Weg? Geht es eigentlich auch mit Wasserfrüchten, dass man hier Plattformen erstellen kann? Oh ja. Wieder was Neues gelernt. So, das können wir doch hier einfach das alte Plattformspiel spielen. Eine Plattform vor die andere legen und dann kommt man hier doch tiptop durch. Mächtiger Konstruktbogen. Oh, das nehmen wir gerne mit. So, und hier noch die Waffe mitnehmen. Ich glaube schon, dass uns noch ein Fight bevorsteht, von daher kann das nicht schaden. So. Dann gehen wir mal kurz zu diesen Irrlichtern da hinten und schauen mal, was die für uns haben. Weil da vorne, denke ich, geht der Dungeon los. Sieht zumindest... Ja, wobei, nee, es geht da weiter nach oben. Aber cool. Bisher, ich glaube, der interessanteste Dungeon oder zumindest die interessanteste Aufgabe, um zu einem Tempel zu kommen. Geh doch jetzt einfach mal sterben, du potthässliches kleines Drecksvieh. So, habt ihr es langsam? Gut. Jodenpack. Also. Was ist da hinten? Magmarock? Ja, wow. Das haben wir auch noch nicht, so Mini-Bosse während wir auf dem Weg zu einer Hauptmission waren. Aber es hat ja schon am Todesberg angefangen, also da gab es ja schon diesen, dieses Monster im Krater. Was ist hier unten? Magma offenbar. Aber warum? Was soll man denn hier? Ist seltsam. Komme ich hier hoch? Ja, super. War mir gerade nicht ganz sicher, ob es reicht, ob wir vorhin in die Lava fallen. Aber es hat geklappt.
Sehr nice. Okay. Also diesen Ivarok, diesen Magmarok, Entschuldigung, den will ich schon ganz gerne machen. Weil der war beim letzten Mal ja eine ziemliche Pfeife, von daher, dass dieses Mal auch so ist. Ja, das war nicht die Idee, du. Link, du bist manchmal echt ein Idiot. So. Jetzt brauchen wir eine Waffe, die da für geeignet ist. Der Steinspalt ist doch super. Okay. Ich glaube, unsere Rüstung ist hier ein bisschen kontraproduktiv, fällt mir gerade auf. Ich meine, der Brandschutz, der kommt von dem, was wir in Goronia gekauft haben, von dem Teil hier. Dass wir es jedes Mal wieder in Flammen setzen, ist, glaube ich, nicht so eine gute Sache. Lasst uns da auf unsere Barbarenmaske und die Barbarenhose wechseln. Ja, das ist besser. So, den kannst du zurückhaben, den will ich gar nicht, danke. Weil unsere geladenen Angriffe fügen ja Feuerschaden zu und ich glaube, das entfacht ihn das jedes Mal wieder neu. Ja, seht ihr, jetzt können wir viel länger schlagen, ohne dass uns was passiert. Definitiv besser so. Ah, toll, ist der auch hinüber. Das ist das Beste, was wir hier haben. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel, das ist unser Problem. Den Ivarok haben wir, nehmen wir doch dann dafür. Ivarok gegen Ivarok. Oder Ivarok gegen Magmarok. Wenn wir das ganz genau nehmen, aber das ist die gleiche Spezies, würde ich sagen. Ach, come on! Really? So. Gut. Energie. Opale, Feuersteine. Nice. Eine ganz nette Ausbeute. Den würde ich jetzt gerne, glaube ich, verbinden mit dem Königszweihänder. 47 ist, glaube ich, völlig okay. Okay, ist hier sonst noch was? Ich glaube nicht, oder? Ja, zwar Irrlichter, aber den rennen wir jetzt nicht nach. Da vorne ist noch eine Wurzel. Und die scheint nicht direkt auf dem Weg zu liegen, von daher würde ich sagen, wir holen uns die noch kurz. Ja, ein Feuer, ein Feuerexalfoss. Kann man ja gar nicht haben. So, geh doch jetzt einfach mal sterben, du hässliches, nerviges Drecksvieh. So. Komm schon, noch eins und zwei und drei. Dann kannst du nochmal eins aufs Dach haben, weil du bist dumm. So. So, wo ist Junobo? Ist ja schön, dass du da mitkämpfst, aber es wäre mir lieber, du würdest deinen Rollangriff mir zur Verfügung stellen. Da hätte ich wesentlich mehr von. Ich wollte nicht das werfen, ich wollte eine Funkelfrucht werfen, bitte. So, der ist hinüber. Da noch dieser Idiot. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ah, ist runtergefallen. Gut. Sehr gut.
Nutze jetzt hier einfach mal ein bisschen, um Bergbau zu betreiben. Das kannst du ja sowieso gut, oder, Junobo? Ja, den Rest lassen wir mal sein und gehen zur Wurzel nach vorne. Mal ein bisschen Licht machen. Nicht so wirklich, warum die Wurzel überhaupt da ist, aber... Geh weg. Auch. So. Haben ein bisschen Miasma-Schaden, von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns heilen gehen. Und wie komme ich denn da jetzt rüber? Ehrlich gesehen ist die auf einem... quasi auf einer Insel steht. Das ist da ein Durchgang? Ja, da ist ein Weg. Ist auch gar nicht so schlecht. Da oben ist noch ein Irrlicht, das wir uns dann gleich noch abholen könnten. Dann lass uns gleich auch mal nochmal eine Spurt Geschichte zu uns nehmen hier. Kochobst. Damit sind wir dann doch ein bisschen schneller unterwegs. Warum ist die nächste Wurzel danach? Ach, das war das Gebilde, was wir auf der Karte gesehen haben. Das war dieses Wasserding. Okay. So, hier hinten ist dieser Pfad, oder? Mhm. Wisst ihr was? Wir nehmen uns ein Fahrzeug zur Hilfe. Hier. Haben ja genug Sonanium. Au! Hat auch den schönen Nebeneffekt, dass wir Junobos Angriff schneller zur Verfügung haben. Das könnte gegen dieses Gegnerlager da vorne ganz nett sein. Oh, die haben hier einen Zaun. Das ist natürlich schlecht. Sich hier eingezäunt. Ja, fast schon clever. Na komm, 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 komm. Geh doch einfach mal sterben. Und wo ist Juno, wenn ich ihn brauche? Ja, Gott, nochmal. Die haben alle eine Rüstung. Du sollst nicht mich an... Meine Fresse, ist das ein Idiot. Das manchmal frage ich mich ja schon, was du eigentlich überlegst, Juno. Muss ich das hin... rückwärts machen? Das ist ja super. Das sind drei verfluchte silberne... Ich wollte die Funkelfrucht werfen, verflucht nochmal. Werden die nur verarscht. So, geh sterben, du Idiot. Ich schmeiß die jetzt einfach in die Lava rein, ist mir egal. Würdest du die Freundlichkeit besitzen, zu sterben? Komm her. So, das war's jetzt aber, oder? Nein, er lebt immer noch. So, jetzt war's das. Gut, wo sind die restlichen Pfeifen? Ah, hier. So, hier mal kurz Ruhe. Du hast das nicht ins Auge bekommen, offenbar, hm? Grimmige Gottheitklinge aber noch nicht benutzt.
So. Gut gemacht, Tulin. Wir haben ihn gleich. Ja. Fast. Oh. Ja, jetzt ist er in der Lava. Der andere ist aber noch hier oben. Die Klinge ist auch gleich hinüber. Wir müssen zu viele Bockblins schlachten. Das ist nicht gut für unsere Waffen. So, das reicht jetzt aber. Gut. Jetzt noch die Raubschleime da hinten. Den auch gleich mal löschen. So. Dann nochmal eine Wasserfrucht hier. Ach Mann, ich habe keine Schwerter mehr. Du willst mir auch mal anstatt einer Rüstung einfach ein Schwert geben. Das hier kann weg. Der hat bestimmt auch keine Waffe für uns, sondern auch nur... Wo ist denn jetzt die Truhe von dem blöden Raubschleim hin? Dann eben nicht. Gut, wir gehen noch kurz zur Wurzel und dann war es das für heute. Ah, mein Schwert ist noch hier. Immerhin, das haben wir noch. Warte mal, da hinten ist noch eine Waffe. Die sollten wir unbedingt mitnehmen. Und auf diesen Vorsprung, da will ich nächsten Part auch noch hoch. Aber hier kommen wir so nicht rüber. Ich dachte, da gäbe es eine Verbindung. Oder geht es einfach wirklich komplett einmal rundherum? Lasst es uns rausfinden. Ich mache mir hier noch kurz eine Lichtquelle an dieses schöne Fahrzeug ran. Vielleicht sogar zwei. Weil es ist ein bisschen finster hier drin. So. Und so. Das ist doch schon besser. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Könnte schon sein, dass es da einfach einmal rundherum geht, um diesen Lavasee rundherum. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Glutheiße Arena. Nein. Nein, 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 nein. Eine Arena machen wir jetzt nicht. Aber dann komme ich zu dieser... Ja doch, eigentlich komme ich zu der Wurzel schon rüber. Ich habe da eine Idee. Wir gehen jetzt einfach mal nach da unten. Ich meine, klar, wir könnten uns mit diversen Wasserspeiern nach vorne bewegen und so darüber gehen oder auch mit unserem Fahrzeug theoretisch rüberfliegen. Aber ich habe eine viel bessere Idee. Und zwar, nee, falsche Taste, so rum. Und zwar haben wir ja diese mächtige Sprungfeder. Die sollte uns eigentlich genug Höhe geben, um darüber zu kommen. Einmal Deckensprung hier rein. Hui! Ja, mehr als genug Höhe. Hier ist es noch heißer.
Warum das denn? Offenbar macht dieser Lavasee die ganze Umgebung hier noch wärmer und wir bräuchten hier wahrscheinlich die komplette Rüstung, um nicht abzufackeln. Haben wir jetzt aber nicht. Von daher, tja. Ja, da hinten ist die Arena. Die ist definitiv für ein anderes Mal gedacht. Das machen wir nicht. In dem Part und auch nicht im nächsten. Das ist für ein anderes Mal gedacht. Komme ich von hier aus wieder weg? Ah, so kann es gehen. Ja, locker. Perfekt, gut. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder hier im Untergrund und erkunden den Rest von dieser interessanten Einrichtung hier. Gehen dann auch in das Gebäude und weiter mit den Loren. Aber ich will noch das da oben anschauen, bevor wir das dann tun werden. Von daher seid wieder dabei, lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.